Die Vorlage ist geliefert. Jetzt müssen die Konkurrenten nachziehen. Als erstes hat dazu Gelegenheit Vera Tjumen aus Russland, angeführt vom Trainer Alexei Litvinov und Natalia Strusanova. Ganz freundlicher Kerl, haben wir ja auch in der Vorberichterstattung schon gesehen. Immer zu Scherzen aufgelegt, offen gegenüber allem. Tritt hier mit Vera mit einer neuen Choreografie an. Zeigen sie erstmals bei einer WM in diesem Jahr. Sie heißt You. Und sie soll nicht das Du ansprechen, sondern das Ihr im Publikum, im Wertungsgericht. Wo auch immer. Bei der Europameisterschaft im Mai, da landeten die Russen vor Bremen und hinter Litauen auf Platz 2. Also man sieht, in diesem Jahr ist Bremen auch schon geschlagen worden von diesen Russen hier. Und ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich sage, auch deren Choreografie ist atemberaubend.
eine Formation. Das Zeug hat, Titel zu gewinnen, entscheidet sich häufig durch die Zusammensetzung der Herren, weil es einfach nicht so viele begabte Tänzer wie Tänzerinnen gibt. Vera Tumen verfügt ganz sicher über solche Herren. Tänzerisch 1A, technisch hier und da noch kleine Schwächen, die sie sicherlich bis zum nächsten Jahr, wenn hier wieder WM ist, abstellen werden. Aber beim Kampf um einen Platz ums Treppchen redet Vera Tumen ein gewichtiges Wort mit. Einen offensichtlichen Fehler gab es in der Choreografie. Werden wir nachher noch auflösen. Aber dafür, dass sie mit einer neuen Choreografie hier angetreten sind, hat das erstaunlich gut funktioniert für Vera Tumen. Im Standardbereich ist übrigens die Formation des Clubs amtierender Weltmeister im September geworden, an eigener Stätte. Und das hätten sie sich natürlich gewünscht, dass sie sozusagen das Double holen nach Tumen. Aber das wird nichts, da lege ich mich fest. Denn auf diesem Niveau, Melissa hat es vorhin angesprochen, da entscheiden minimalste Kleinigkeiten. Und so eine gab es auch bei dieser Formation. Hinten links die Dame dreht bei der Lankenau-Pirouette, die hoffentlich jetzt hier noch kommt, auf beiden Füßen. Ich glaube, das war eine andere Sequenz hier, die Samba-Rollen. Aber es ist und bleibt die Höchstschwierigkeit für die Tänzerin, diese verzwickte Lankenau-Pirouette. Und so wird dann auch gleich gewertet. Also die Wertung für Grün-Gold Bremen wird dann also als dritte erfolgen. Begonnen wird mit den Russen von Duet Perm. Und das Ganze wird durchgeführt von einem Herrn aus Litauen, einem aus den Niederlanden, einer Dame aus Polen, einem Herrn aus Deutschland und drei Damen aus Österreich, Russland und Ungarn. Vera Tumen, die Russen. Ein erster Platz aus Russland. Was für eine Überraschung. Ansonsten in der Majorität Zweien.